Alphonso Davies ist der Durchstarter der Hinrunde beim FC Bayern. Und das mit erst 19 Jahren. Schon nach knapp einem Jahr beim Rekordmeister ist der in Ghana geborene Kanadier schon bayerischer als so einige seit Jahren etablierte Teamkollegen. Mehr sind mir. Auf geht's! Unbeschwert, technisch stark, körperlich robust, pfeilschnell. Davies hat sich zum Stammspieler gemausert und sich in die Herzen der Bayern-Fans gespielt. Er hat einfach einen enormen Sprung gemacht in den Spielen jetzt. Der ist für uns teilweise, ich habe es glaube ich auch schon mal gesagt, mehrmals in einem Spiel auch eine Lebensversicherung, einfach durch seine Dynamik und durch seine Robustheit, wo er auch viele einfach Angriffe des Gegners auch dann verhindert hat. Die Zahlen belegen die Entwicklung von Davies. Durchschnittlich gewinnt er 60,5% seiner Zweikämpfe. In 909 Bundesliga-Spielminuten gelangen dem Linksverteidiger 87 Balleroberungen. Und das, obwohl er eigentlich ein gelernter offensiver Außenbahnspieler ist. Mit Coach Hansi Flick hat er da aber den perfekten Lehrer. Ich habe es auch erlebt, ich bin auch ein Offensivspieler gewesen, bin dann als Rechtsverteidiger praktisch die ersten Spiele dann auch ins Feld geschickt worden, die ersten Saison. Und habe mich dann irgendwann wieder auf einer anderen Position gefunden. Aber es ist einfach so, im Moment ist er für uns auf dieser Position absolut wichtig. So gut Davies derzeit auch auf der linken Abwehrseite spielt, er bleibt trotzdem ein Offensivspieler mit Hunger nach Toren und Vorlagen. Und diesen Hunger zeigte er zuletzt beim Testspiel gegen den 1. FC Nürnberg. Kennt man das große Vorbild des Kanadiers, ist sein Offensivdrang fast schon selbstverständlich. Meine Hauptinspiration im Fußball und der Spieler, zu dem ich von Beginn an aufgeschaut habe, ist Messi. Und das weiß auch Hansi Flick. Der Bayern-Coach will den Rohdiamanten Alphonso Davies weiter schleifen und hat für den Linksverteidiger, der seit Ende Oktober keine Pflichtspielminute mehr beim FC Bayern verpasst hat, schon weitere Pläne. Aus dieser Position heraus kann ich natürlich vieles auch für die Offensive machen. Und da sind wir gerade dran, einfach, dass wir ihn da auch weiterentwickeln. Und das wäre für ihn, glaube ich, einfach nochmal der nächste Schritt, den er machen muss. Einfach noch mehr so Aktionen wie gegen Freiburg, wo er das Tor von Levi vorbereitet. Da müssen wir einfach gucken, dass wir ihn noch mehr da einfach auch, dass er Zutrauen findet, diese Dinge auch zu machen. Beliebt ist Alphonso Davies bei den Fans aber nicht nur für die Dinge, die er auf dem Platz macht, sondern auch für seine lockere Art und seine lustigen Social-Media-Posts. One day in Germany. Hi. 6 Monate in Deutschland. Mehr sind mir. Auf geht's. Nach einem Jahr in Deutschland. Servus. Der Kanadier hat sich als Bayer beim Rekordmeister integriert und ist damit das perfekte Vorbild für jeden Nachwuchsspieler. Sowohl auf als auch neben dem Platz hat Davies das Zeug zur Kultfigur. Und genau das ist auch das Ziel des zukünftigen Bayern-Bosses. Man sieht jetzt schon erste Ansätze, dass es wieder gelingt, eben viele jüngere Spieler auch an die Profimannschaft heranzuführen, dass es auch gelingt, wieder Identifikationsfiguren zu haben. Und ich glaube auch der sportliche Bereich, auch mit Hasan, ist da auf einem sehr, sehr guten Weg. Als Sportdirektor Salihamidžić den 10-Millionen-Transfer des Kanadiers bestätigte, herrschte einige Verwunderung. Ein Jahr später hat sich gezeigt, dass genau solche Transfers aus ungewöhnlichen Märkten die Zukunft des FC Bayern sein könnten. Und man nicht immer 80, 90 oder 100 Millionen Euro investieren muss.